Hallöchen, meine lieben Balkongärtner. Heute geht es hier um das Thema Basilikum. Und Basilikum, wie ihr wisst, habe ich ja einigen hier auf meinem Balkongarten. Das sind jetzt hier eher größere Pflanzen. Die habe ich eingepflanzt, also die habe ich schon im Gartencenter gekauft. Aber ich habe natürlich auch selbst ausgesät, das zeige ich euch jetzt gleich. Hier in meinem Hochbeetkasten, da wächst hier eine ganze Basilikumplantage. Und ja, darauf freue ich mich ganz besonders, weil die Pflanzen sind natürlich dann noch widerstandsfähiger, weil sie eben selbst ausgesät sind und hier eben ihre Wurzeln tief bilden konnten. Ja, gehen wir aber mal wieder zurück zu den anderen. Und ich wollte euch ja, wie der Titel vom Video auch schon sagt, zeigen, wie man den Basilikum erntet, beziehungsweise worauf man achten muss. Also, hier seht ihr zwei Exemplare. Hier hat sich nämlich schon die Blüte ausgebildet und das passiert eben, wenn man den Basilikum oben nicht abkappt. Und hier, das wäre so ein Beispiel. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den erntet. Dann nimmt man einfach den Finger und den Fingernagel oder eine Schere und dann kappt man eben das Basilikumblatt oben ab und dann entsteht hier keine Blüte. Und der Vorteil bei dieser Geschichte ist, wenn ihr das frühzeitig macht, dann wächst der Basilikum immer wieder weiter nach und man kann umso mehr Basilikum ernten. Das ist natürlich ein Vorteil. Jetzt, wenn man hier den Basilikum in die Blüte übergehen lässt, dann wächst der Basilikum nicht mehr so weiter nach, weil dann geht natürlich die ganze Kraft hier in den Samen über. Und das ist auch schon das nächste Stichwort. Hier drin in der Blüte entstehen natürlich die Samenkörner. Und da könnt ihr sozusagen eure eigenen Basilikumsamen hier danach abernten und euch sozusagen im nächsten Jahr neue Pflänzchen züchten. Ja, aber dazu werde ich ein extra Video machen, weil das dauert jetzt hier noch ein bisschen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Basilikum-Video gefallen. Und wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach unter dem Video in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Euer Christian. Ciao.